Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Super Mario Sunshine in Bahia Paradiso. Kapitel 2, der Bezwinger der Labyrinthruine. Bisher gefällt mir die Welt ja noch nicht, aber einfach weil sie hoch ist und mit Wasser gefüllt. Das finde ich einfach nicht sympathisch. Und wie es scheint, müssen wir hier lang. Das scheint gar nicht so schwer zu werden. Immerhin kriegen wir jedes Mal eine Münze und können uns jedes Mal also um einen heilen. Ups. Hallo? Das war gute Arbeit, Meister Mario. Danke, ist der Wasserfall wieder so wie gut früher. Bravo. Aber was ist das? Das Wasser ist noch schmutzig seltsam. Ich halte es, meine Theorie falsch war. Hust. Schon okay. Ich denke, ich kenne den wirklichen Grund. Das scheint keine riesige Belohnung, aber ich verrate dir ein großes Geheimnis. Für Bahia Paradiso. Ich muss mal voll gehen, wenn ich so rede wie der, habe ich das Gefühl. Ja, eine Insignie. Diese Bucht ist die Grabstätte eines alten Paradiesokönigs. Benetze die Wandtafeln und es müsste sich ein Weg öffnen. Es ist wie Zauberei. Ein Weg führt zu einer Insignie der Sonne. Glaub mir, das stimmt wirklich. Vielleicht, sehr glaubwürdig. Ich bekräftige meine Argumente auch immer mit. Glaub mir, das stimmt wirklich. Vielleicht. Ich wollte aber keine blöde blaue Münze. Werde ich hier verdrängt? Hoffen wir es mal nicht. Entschuldige, dass ich dich nicht sofort getroffen habe, Bloopy. Oh. Die war mir einfach zu einfach. Die wollte ich dann doch mitnehmen. In der Masse geben die ja auch Insignien. Nein, es ist mir dann doch wieder zu schwierig. Aber gerade packt mich schon der Ehrgeiz, egal. Ist halt voll die Vorgaukel. Man versucht sich automatisch an dieses Raster zu halten, wenn man das sieht, obwohl man natürlich einfach außen rum schweben kann. Nein, 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 nein. Das war knapp. Glaube ich. Finde ich. Mir war es zu knapp. Wir folgen einfach mal hier dem Weg. Die Idee ist aber wiederum ziemlich cool. Ja, ich weiß, wie so ein Blooper zu bekämpfen ist. Ich habe das schon tausende Male gemacht. Einmal. Nein, Moment. Ich neige dazu, diesen Umdrehsprung zu machen. Wenn ich danach greifen will, oder irgendeinen Sprung auf jeden Fall, anstatt die Teile einfach zu greifen. Gib mir deinen Stöpsel. Bin so böse.
Also langsam fühle ich mich ein bisschen skillig, wenn ich immer diese Seitensprünge mache und so. Ich habe das Gefühl, aus mir könnte mal ein guter Super Mario Sunshine Spieler werden. Weil ich nur viel übe. Was ich nicht tun werde. Also wird's doch nicht so enden. Mit einer Karriere als Super Mario Sunshine Spieler, egal. Das vermutlich mal war jetzt gerade nur ein Zwischenboss, weil den hatten wir schon mal als Boss. Das wäre ja lächerlich, dafür mir jetzt irgendwas Großartiges zu geben. Okay, sie geben mir dafür eine Insignie. Ich habe gerade gesagt, dass das lächerlich wäre, Spiel. Warum macht ihr es trotzdem? Ihr blamiert euch selber. Egal, bravissimo! Speichern und weiter. Die 22. Insignie der Sonne. Das kennen wir doch schon. Ja, Mario, du bist ein Angeber. Für wen verbeugst du dich eigentlich immer? Es will dich keiner sehen. Baia Paradiso, die Kapitel 3, die Flasche der roten Münzen. Oh nein, rote Münzen. Weh, ich muss dafür tauchen. Heuriger, ich weiß, ja, jetzt weiß ich es, was ich jetzt weiß. Ich weiß, warum das Wasser so verschmutzt ist. Logo, die Antwort bist du. Du musst auf den Grund des Meeres. Natürlich ist dir das momentan nicht möglich. Ich habe ein Areal, in dem du deine Fertigkeiten testen kannst. Ole, 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 ich hab's nicht weggedrückt. Mit diesem Helm kannst du viel länger unter Wasser bleiben. Bewege dich mit dem Dreck weg und hole die roten Münzen. Aber übertreibe es nicht. Geht dir die Luft aus, schnapp dir die anderen Münzen, um Luft aufzufüllen. Kann es losgehen? Natürlich. Was? In der Flasche? Okay. Okay, die Idee ist super. Die ist richtig gut. Finde ich gerade. Ich finde es ein bisschen befremdlich, dass ich nicht von selbst schwimmen kann. Aber, ist auf jeden Fall mal eine andere Mechanik und ich merke gerade, dass es tatsächlich nervt. Die Steuerung mag ich gar nicht. Fällt mir direkt, also finde ich gerade echt total unpraktisch. Nein, ich wollte in die andere Richtung. Da hinein. Jetzt habe ich 5, dann fehlen mir noch 3. Einfache Mathematik, ich weiß, danke. Was zur Hölle? Da hinten ist noch eine rote. Das ist schon... Es hat was Eigenes auf jeden Fall. Also, ich mag es gerade halt nicht, aber ich habe eh ein Problem mit Wasserleveln. So ein prinzipielles Hey, die neige ich ab Problem. Den bin ich abgeneigt Problem. Aber es hat ja geklappt und war nicht besonders schwer. Eine leicht verdiente Insignie, möchte ich sagen. Oder möchte ich meinen. Der bewegt sich komisch. Ich will die Münze. Ja, und jetzt die Insignie. Bravissimo! Ich mag diese Welt trotzdem nicht. Also nicht so sehr wie andere. Es macht aber trotzdem Spaß. Das ganze Spiel macht allgemein Spaß. Baia Paradiso. Kapitel 4. Vom Klempner zum Zahnarzt. Was? Ich soll Zahnarzt werden? Okay.
Oh Mario, du begibst dich nun auf den Grund des Meeres. Upsi. Oh ne, Upsi wartet oben auf dich. Und trage dies. Dieses Seil ist eine Abkürzung, direkt zu Upsi. Ist Upsi dein Opa? Falls ja, ist das ein ziemlich lustiger Spitzname, muss ich sagen. Ziemlich lustig. Aber das ist doch nicht der Grund des Meeres, oder? Ich dachte immer, der sähe anders aus. Naja. Jetzt sehen wir auch mal den legitimen Weg, wie man hier lang geht. Den hatte ich ja vorher nicht anzubieten. So. War das hier vorne irgendwo? So, der Sprung ist auf jeden Fall machbar. Da vorne ist Upsi. Hallo, Upsi. Oh, du scheinst bereit zu sein. Der Schmutz kommt von einem Riesenaal. Er haust im Heim unserer Vorfahren am Grund des Meeres und lässt dort gefährliche Hohlräume entstehen. Sieh's dir mal an. Aha, ich sehe. Der entkorkte Wasserfall schafft eine Öffnung durch den Schmutz, die als Eingang dient. Spring hinein. Tauche zum Grund und putze die Zähne des Aals. Das lindert seinen Schmerz und er kehrt nach Hause zurück. Auf! Sammle deinen Mut und tauche! Nein. Ich werde nicht frech klingen, aber ich sehe nicht genau, wo die Öffnung ist. Okay, die ist groß genug. Die wird man wohl nicht so leicht verfehlen. Das sieht sehr cool aus. Das hat was sehr Episches. Meine Sensoren zeigen, dass sich giftiges Material nähert. Oh, das ist giftig. Ich dachte, das wären Luftblasen. Kann ich zerstören? Ja, kann ich. Ich vermute mal, ich muss seine Zähne so sauber machen. Wir werden von Karius irgendwie attackiert. Ich hole mir mal Münzen. Sind die aber auch blöd platziert? Da muss man ja ewig fallen. Kann man vielleicht irgendwie schneller fallen? Und ich habe das noch nicht verstanden. Weil diese Unterwassersteuerung, die gefällt mir nicht. Da mag ich den Super Mario 64 deutlich lieber. Also diese, ich sag mal, standardmäßige. Diese macht natürlich auch mehr Sinn. Und ist irgendwie auch was ganz Neues. Nein! Es ist dunkel, ich habe Angst. Keine Angst, du kleines Ding. Macht seine Zähne schon sauber. Das wirkt nicht wie die schwerste Aufgabe der Welt. Ist aber aufgrund dieser Steuerung echt nicht ganz so einfach, finde ich. Ich hole mir mal Münzen wieder. Man kommt schon recht lang aus mit einer Energieladung. Trotzdem finde ich es nicht ganz so cool, dass sie hier unten so platziert sind. Ach da, hallo. Du drehst dich mir entgegen, das ist nicht cool. Und noch ein Zahn ist sauber. Da freut sich der Onkel Doktor aber. Warum hast du eigentlich so ekelhaft lila an der Zähne? Das kommt doch bei den Aalfrauen bestimmt nicht gut an, Herr Aal.
Okay, da sind Münzen. Wird gerade ein bisschen knapp. Jetzt ist wieder alles gut. Hallo Fische, schwimmt ihr von mir weg? Das ist so Next Gen. Oha, sie schwimmt tatsächlich dynamisch von mir weg. Das ist Next Gen, meine Freunde. Noch ein Zahn weg und jetzt fehlt nur noch einer. Der ist irgendwie da. Na komm, den schaffe ich doch jetzt. Er dreht sich halt so lang, das nervt. Da ist der dreckige Zahn. Ich will die Münzen haben. Ganz schnell, ganz, ganz dringend. Das war vielleicht ein bisschen zu wagemutig. Hi, Aal. Ich komm mal hoch, okay? Wo ist dein übler Zahn? Da ist er. Denk dran, dir regelmäßig die Zähne zu putzen. Natürlich, Spiel. Warum auch immer du jetzt gerade Kindern etwas beibringen möchtest. Warum auch immer. Ist schön, dass du es tust. Hat bestimmt seine Berechtigung. Und da ist die Insignie. Ist das da? Das ist ein Herz. Oh, wie toll. Er hat ein Münzenherz für uns gemacht, der Aal. Er ist uns für immer zum Dank verpflichtet. Und da ist die Insignie in Marios Hand. Bravissimo! Wir haben einiges geschafft in dieser Folge. Manometer. 24 Insignien sind es jetzt schon. Das ist krass. Und nächstes Mal geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.